Genau, und wir können tatsächlich direkt schon durchstarten mit unserem Talk. Und zwar sind es Ronja, Jens und Moritz vom Kollektiv für Emanzipation. Das Kollektiv für Emanzipation gibt es seit Sommer letzten Jahres und seitdem beschäftigen sie sich auch ziemlich mit dem Demo-Geschehen in Mainz rund um Corona-LeugnerInnen. Das Kollektiv hat schon vor ein paar Wochen bei der kritischen Einführungswoche vom AStA von der Uni Mainz einen Online-Vortrag gehalten. Heute wird es aber kein Vortrag, sondern wir unterhalten uns einfach ein bisschen über die Themen, die die bearbeitet haben im vergangenen Jahr. Hiermit nochmal herzlich willkommen, Ronja, Jens und Moritz. Ich freue mich, dass ihr da seid. Vielleicht wollt ihr euch selber schon mal zum Einstieg ein bisschen vorstellen. Wer seid ihr und was macht ihr? Ja, ich fange dann einfach direkt mal an. Ich bin Jens vom Kollektiv für Emanzipation. Genau wie in den einleitenden Worten irgendwie schon rausgekommen. Wir haben uns jetzt im letzten halben Jahr, Dreivierteljahr mit Corona-LeugnerInnen in Mainz, beziehungsweise vor allem dem Demonstrationsgeschehen in Mainz, um diese Corona-LeugnerInnen oder selbsternannten Corona-Rebellen beschäftigt. Und genau, auch vielen Dank erstmal von unserer Seite für die Einladung. Und ich gebe jetzt mal weiter an den Moritz. Ja, hallo. Ich bin der Moritz vom Kollektiv für Emanzipation. Genau, ich kann mich da weitestgehend anschließen, würde vielleicht noch ergänzen. So, ich mache letztlich zu der Recherche quasi auch noch, beschäftige mich damit, wie man gut irgendwie argumentieren kann gegen eben Verschwörungserzählungen. Und das wird auch heute mein Part in diesem Vortrag sein, in dem Interview. Hallo auch von mir. Ich bin Ronja, auch vom Kollektiv für Emanzipation. Danke euch für die Einladung. Und ich habe jetzt echt, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Aber genau, ich glaube, der Einstieg wird auf jeden Fall thematisch eher in Richtung so Verschwörungsfantasien sein. So, und dann ist es, glaube ich, ganz, ganz schön, wenn der Moritz dann abschließt mit so eher Handlungsstrategien, damit wir auch alle mit einem eher positiven Gefühl hier wieder raus können. Ja. Ja, danke schon mal für die Vorstellung. Ich hätte noch kurz was hinzuzufügen, und zwar, wenn es Fragen gibt, fände ich das persönlich zumindest ganz gut, wenn wir uns die bis zum Schluss aufheben, weil ich habe letzte Woche gemerkt, es ist für mich schwierig, die Fragen, wenn die währenddessen schon gestellt werden, dann zum Schluss nach dem Gespräch noch auf dem Schirm zu haben, beziehungsweise ist mir letzte Woche auch kurz der Chat abgestürzt und dann hatte ich gar keine Einsicht mehr in das Chatgeschehen von davor quasi. Also wenn ihr wollt oder wenn ihr Fragen habt, dann hebt euch die am besten bis zum Schluss auf. Das könnte sinnvoller sein. Vielleicht gehen sie sonst verloren. Aber genau, danke schon mal für eure Vorstellungen. Ich würde vielleicht einfach direkt mal mit der naheliegendsten Frage anfangen. Warum sehen wir euch denn eigentlich nicht? Also wir haben uns dafür entschieden, das jetzt ohne Kamera zu machen, weil das einfach an sich eine gefährliche Angelegenheit sein kann, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Haben die ein oder andere Erfahrung gemacht, dass da Leute, die jetzt zum Beispiel aus dem rechten Spektrum kommen oder aus so einem Verschwörungsfantasten-Spektrum, wie man es auch immer nennen kann, viele verschiedene Bereiche auf jeden Fall, die vielleicht einfach nicht wissen sollten, wer wir sind, wie unsere Namen sind, wie wir aussehen, damit wir uns einfach ein Stück weit auch damit schützen. Okay, alles klar. Ronja, du hast gerade schon das Mikrofon, da würde ich gerade mal mit dir auch direkt anfangen. Du erzählst uns was über Verschwörungstheorien, Fantasien. Vielleicht erstmal für einen Einstieg, was ist denn überhaupt so eine Verschwörungsideologie, Fantasie? Vielleicht können wir darauf auch später nochmal eingehen, auf die Begrifflichkeit, aber erstmal, was ist das eigentlich genau? Ja, also erstmal ist eine Verschwörung eine geheime Absprache von einer Gruppe von Menschen, die dann durch den Einsatz bestimmter Mittel ein bestimmtes Ziel verfolgen. Oft ist dieses Ziel Machterwerb. Nehmen wir mal jetzt den Begriff Verschwörungstheorie. Da geht es halt darum, dass dann
versucht wird, eine alternative Interpretation von zu einem konkreten Phänomen zu liefern. Und das folgt meistens so gewissen Mustern, zum Beispiel nichts geschieht durch Zufall, alles wurde geplant oder auch nichts ist so, wie es scheint oder alles ist miteinander verbunden. Dabei wird halt vorgetäuscht, dass es ganz schwer ist, dahinter zu kommen, was eigentlich hinter den Kulissen gespielt wird und dass gewisse Institutionen oder Personen zusammenarbeiten, von denen man das nie gedacht hätte. Und ja, es wird dann halt von überlegenen Mächten, die im Geheimen agieren, gesprochen, die manipulieren wollen und die halt eben einen Plan verfolgen. Das ist jetzt ja gerade auch schon im Begriff Verschwörungsideologie genannt. Da geht es halt darum, dass, so eine Verschwörungstheorie dann eigentlich mit einem geschlossenen Weltbild schon funktioniert, dass halt Gegenbeweise oder Kritik und Widerspruch komplett abgeschmettert werden und da kann man dann nicht mehr von nur so einer Spinnerei sprechen oder von einer individuellen falschen Wahrnehmung. Da steckt dann halt tatsächlich ein ideologisches Denksystem dahinter. Und im Vorgespräch hast du aber tatsächlich auch öfter mal von Verschwörungsfantasien gesprochen. Ich persönlich habe da so ein bisschen das Problem, ich weiß irgendwie nicht, wann ich welchen Begriff so richtig nutzen soll, aber vielleicht magst du mal sagen, ob es einen Grund gibt, warum du Verschwörungsfantasie sagst? Ja, das hat einen Grund. Und zwar gibt es halt an dem Begriff Verschwörungstheorie, also eine Kritik, dass halt das Wort Theorie vermuten lässt, dass es dahinter tatsächlich eine theoretische Grundlage gibt, die wissenschaftlichen Standards folgt, ne, oder die auf wissenschaftlichen Standards beruht. Und Verschwörungsfantasie deutet halt, also da deutet halt der Begriff schon darauf hin, dass es sich um was Zusammengesponnenes handelt, was halt eben nichts wissenschaftlich Fundiertes ist, sondern halt eben so ein fantasievolles Konstrukt, wenn man so sagen will. Mhm. Aber du hast am Anfang ja schon angedeutet, dass es halt ja wirklich echt mehrere Begriffe gibt, die auch in unterschiedlichen Kontexten halt passender sind. Es gibt halt auch noch zum Beispiel den Begriff Verschwörungsmythos. Davon wird halt gesprochen, wenn halt diese ausgedachte Gruppe, die vermeintlich eine Verschwörung plant, ein ausgedachtes, also ein Fantasiegeschöpf, wenn man so sagen will, zum Beispiel jetzt Reptiloide. Aber es ist tatsächlich so, dass halt Verschwörungsmythos und Fantasietheorie, die Übergänge sind da echt fließend, weil in vielen Verschwörungsfantasien kommen halt verschiedene Gruppen drin vor oder es wird dann halt von vermeintlich ausgedachten Gruppen gesprochen, aber eigentlich ist ganz klar, dass eigentlich zum Beispiel Jüdinnen und Juden gemeint sind. Mhm. Und deswegen sind da die Grenzen fließend. Verschwörungserzählung gibt es zum Beispiel auch noch, das ist dann halt im Endeffekt auch so wie Fantasien, ne? Dass man weiß, ja, das ist nichts wissenschaftlich Fundiertes. Mhm. Ich hatte auch auf den englischen Begriff so der Unterschied zwischen Verschwörungstheorie und Hypothese eigentlich, wo da die Hypothese eigentlich wie jetzt Fantasie, wie du es beschreibst eigentlich, so, es liegt keine wirklich so etwas, eine Basis, die wirklich so konkret ist, um diese Ideologie festzumachen, im Vergleich mit der Theorie, die normalerweise ist beweisbar irgendwie. Mhm. Ja, genau. Ja. Und was bringt jetzt tatsächlich Leute dazu, an Verschwörungsfantasien zu glauben eigentlich? Mir ist gerade eingefallen, ich habe tatsächlich noch einen Begriff vergessen, der gar nicht so unspannend ist. Verschwörungsmentalität meint nämlich, da geht es nämlich um die Tendenz, allgemein leichter an Verschwörungsfantasien zu glauben. Ich weiß nicht, es gibt ja diese Linksammlung unter dem Video. Ach genau, ne? Die wollte ich selber tatsächlich auch vorhin eigentlich noch ankündigen. Das mache ich jetzt nochmal ganz schnell kurz dazwischen. Wenn ihr runterscrollt im Twitch-Stream, dann ist da eine super umfassende Linksammlung, die uns das Kollektiv zur Verfügung gestellt hat schon. Also am besten kopiert ihr euch die direkt mal raus, falls ihr nachher nochmal da drum recherchieren wollt. Die ist wirklich sehr umfassend. Aber ich gebe wieder ab an Ronja, sorry. da in der Linksammlung ist auf jeden Fall ein super interessantes Paper von einer Psychologin, Pia Lamberti, von der hat vielleicht schon mal der eine oder die andere gehört. Und da wird unter anderem auf Verschwörungsmentalitäten eingegangen.
Das finde ich auch ganz interessant. Aber genau, deine Frage war, warum glauben Menschen denn eigentlich an Verschwörungsfantasien? Mhm. Das steht meistens in einem Zusammenhang mit Kontrollverlust oder einem Unsicherheitsgefühl. Und das lässt sich halt gerade im Zuge der Pandemie sehr gut erkennen. In so einer Zeit bieten Verschwörungsfantasien ein Gefühl von Sicherheit in einer gerade sehr komplexen und schwer durchschaubaren Situation. Ja, genau, es ist halt so, dass Verschwörungsfantasien psychischen Identitätsstiften einen Gewinn bringen. Und dabei geht es halt nämlich darum, das Gefühl, die Welt trotz ihrer Komplexität halt verstanden zu haben. Mhm. Ja. Also man zieht sich quasi leichte Erklärungen ran, sozusagen. Ja, genau. Mhm. Ja, da wird auf ganz einfache Erklärungsmuster zurückgegriffen. Ja, und ich muss noch mal kurz zurückfragen, ist dann die Verschwörungsmentalität zwar quasi auch ein Nährboden dafür? Weil die, also ich glaube, die Verschwörungsmentalität ist gerade ein bisschen kurz gekommen dann doch. Also Verschwörungsmentalität meint tatsächlich einfach bei einer Person, dass diese eine Tendenz dazu hat, allgemein schneller oder mehr an Verschwörungsfantasien zu glauben. Ah, okay. Ja, danke. Dann ist es jetzt nochmal klarer geworden. Ja. Und ja, was ist jetzt, also es ist ja irgendwie so im öffentlichen Diskurs schon auch wahrnehmbar, dass über Verschwörungsfantasien gesprochen wird mit einem Gefahrenpotenzial. Ich finde, es ist nicht immer so ganz klar rauslesbar, warum jetzt genau da eine Gefahr droht. Also ich habe es schon irgendwie verstanden, dass eine Gefahr besteht, aber was genau macht denn eine Verschwörungsfantasie jetzt zu was ganz Gefährlichem? Also das Gefährliche daran ist, dass wenn Menschen dazu neigen, mal die einfachste Erklärung heranzuziehen, das meistens damit einhergeht, dass da auf ganz einfache Schemata von Gut und Böse, also ganz klar, wer sind die Guten, wer ist der Feind, zurückgegriffen wird und dass eigentlich auf diese Art von, so wie das dann verstanden wird, wie dann eben dieses eigentlich sehr komplexe Thema oder Ereignis oder was es dann auch immer ist, dann sich selbst erklärt wird, dann eigentlich oft mit Verleugnung, mit Aggressivität, mit Vereinfachung und mit Abwertung von zum Beispiel gewissen Gruppen zu tun hat. Und das ist halt, ja, die ganz große Gefahr liegt halt echt im, ja, das Zurückgreifen auf Sündenböcke, dass halt ein dualistisches Weltbild mit vereinfachten Darstellungen dann genutzt wird und reproduziert wird. Und die logische Folge ist tatsächlich, dass es mit Antisemitismus, Rassismus und weiteren menschenverachtenden Einstellungen dann einhergeht. Mhm. Und ich denke halt, dieses Freund- und Feind-Denken, das wird eigentlich so lange getrieben, bis es eigentlich fast schon nicht mehr möglich ist, darauf dann nicht mit Gewalt zu reagieren. Also das heißt nicht, dass jede Person, die an Verschwörungsfantasien glaubt, auch dann gewalttätig wird. Das heißt aber, dass wenn man sich da so lange reinsteigert und wirklich dann diese Erklärung, die man sich da zurechtlegt, dann glaubt, dann neigt man auch dazu zu sagen, das kann man doch so jetzt nicht mehr hinnehmen. Und dann kann das das ist ein sehr prägnantes Beispiel, ist halt jetzt der Attentäter von Halle gewesen, der halt in seinem Livestream sich auch auf antisemitische Verschwörungsfantasien auch bezogen hat. Mhm. Ich würde sagen, das ist dann die Spitze des Eisbergs. Mhm. Da wäre es bestimmt auch sinnvoll, nochmal über Definitionen von Gewalt nachzudenken, was wir jetzt hier heute, glaube ich, in dem Rahmen nicht leisten können. Aber es fängt ja auch bei, also es ist ja nicht erst Gewalt, wenn tatsächliche körperliche Gewalt passiert. Jetzt habt ihr aber ja, wir sehen ja die ganze Zeit schon eure Titelfolie hier quasi vor uns, Corona-LeugnerInnen in Mainz. Habt ihr denn auf Demos in Mainz schon Beispiele gesehen, in denen quasi Verschwörungsfantasien ganz deutlich wurden? Ja, ja, genau. Also es ist so, dass, also vielleicht so vorab, ich denke, viele haben schon so von Aktionen oder so Demos bundesweit was mitbekommen. Da wurde erkannt, dass da auf ganz einfache Schemata von Gut und Böse zurückgegriffen wurde, indem da halt ganz klar von Schuldigen, vermeintlich Schuldigen gesprochen wurde, dass da halt eben WissenschaftlerInnen degradiert wurden und so weiter. Dass aber auch zum Beispiel das Tragen von dem gelben Stern gesichtet wurde. Das zum Beispiel ist auch, dann wird dann Jens später nochmal darauf zurückkommen,
eine Gruppe aus Mainz vorstellen, die zum Beispiel auch eine Demo organisiert hat in Bad Marienberg, wo auch dieser gelbe Stern getragen wurde auf der Demo. Mhm. Wir haben jetzt aber ein Bild aus Mainz mitgebracht, das seht ihr jetzt. Mhm. Das ist von einer Demo am 13. März, eine Es reicht Demo war das. Da sehen wir auf dem Bild ein Södolf-Plakat. Ja, ich denke, da wird halt ziemlich deutlich, dass da, ja, es geht eigentlich um einen Markus Söder-Adolf-Hitler-Vergleich und da sieht man halt deutlich im Geschichtsrevisionismus und die Verharmlosung der NS-Zeit drinne. Auf derselben Demo wurde von einer selbsternannten Lehrerin für Aufklärung dazu auch nochmal später ein bisschen genauer ein Zitat verkündet, was da lautete, Juden in Israel vergleichen die Situation in Deutschland mit dem Holocaust, wo auch wieder klar wird, dass da die aktuelle Situation dem Holocaust gleichgesetzt wird. Ja. Das sind ja schon ziemlich prägnante Beispiele. Hast du noch Bilder dabei oder? Weil sonst ja. Ach, okay. Ich hätte noch was. Ja, dann her damit. Ja. Auf dem nächsten Bild, da seht ihr, ja, ich hoffe, das sieht man überhaupt gut, aber gut, es ist wahrscheinlich auch es ist nicht wert, das jetzt alles durchzulesen, was da steht, aber es ist auf jeden Fall von der Website von dieser schon mal eben angedeuteten Gruppe Forke und Schaufel, nennen die sich. Genau, und da geht es um die neue Weltordnung, eine Verschwörungsfantasie, die schon echt alt ist und sehr, sehr beliebt und sehr groß. Also die wird auch immer wieder herangezogen und neu unterfüttert mit neuen Verschwörungsfantasien. Also eigentlich kann man die immer gut benutzen, so wenn man es jetzt mal flapsig sagen möchte. Laut dieser Fantasie soll, ja wie der Name bereits sagt, eine neue Weltordnung geschaffen werden. Und da geht es darum, dass da mächtige Geheimgesellschaften Krisen ausnutzen würden, um eine autoritäre Weltordnung zu errichten. Und auch in diesen Erzählungen geht es halt zumeist, also nicht immer, aber zumeist geht es da um, in Anführungszeichen, die Juden als Konstrukt, als das Feindbild. Mhm. Verschwörungsfantasie ist auch schon seit den 90ern sehr beliebt in extrem rechten Kreisen. Und da wird immer wieder auf so Gruppen, also da wird ja die Familie Rothschild oder Bilderberger oder die Finanzoligarchie, also das ist, wie ich es am Anfang gesagt habe, eigentlich sehr gut unterfütterbar. Ja, genau. So. Ja, ich hätte noch ein Bild. Soll ich noch ein Bild zeigen? Gerne. Ich bin baff. Das nächste Bild, das ist ein Screenshot aus einer Chatgruppe von der Gruppe Eltern stehen auf. Also dieses Bild wollten wir euch zeigen, weil hier deutlich wird, dass auch in dieser Gruppe mit diesem sehr harmlosen, vermeintlich harmlosen Namen auch auf Verschwörungsfantasien zurückgegriffen werden, die schon sehr krass sind. Hier geht es um Adrenochrom und demnach würden Kinder von Eliten unterirdisch gefangen gehalten und gequält, um Adrenochrom zu gewinnen, womit sich dann die besagten Eliten jung halten würden. Mhm. Diese Erzählung, die hängt mit Erzählungen zusammen rund um Q. Das war so, dass 2017 anonyme Infos aus vermeintlich innersten Kreisen des Weißen Hauses rauskamen. Und diese Erzählung, die verhandelt ursprünglich Donald Trump als Heiland gegen die Anführungszeichen. Sorry. Was denn? Ja, Entschuldigung, ich fand es nur gerade amüsant, wie abstrus das wird, wenn man es erzählt einfach. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, erzähl bitte weiter. Ja, nee, das ist eher, ja, voll, ich war gerade in meinem Film drin, aber es ist halt super absurd, ne? Also es ist wirklich, da kann man, ich ratter das hier so runter und das ist irgendwie so, ja, weil, ja, das sind so die Infos dazu, aber es ist halt wirklich, ja, es ist eigentlich wirklich richtig absurd. Kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja. Ja, genau. Auch in dieser Verschwörungsfantasie wird auf so Bilder wie Kinderblut trinkende Eliten und so zurückgegriffen, die man auch schon aus, vor Ewigkeiten war das schon bekannt. Das ist ein Symbol
für Jüdinnen und Juden war. Also das ist halt so eine Stereotypisierung und so ein Bild, was da gezeichnet wird, ganz gerne, um eben abwertend gegenüber der Gruppe zu sein. Okay. Also ein letztes hätte ich noch. Okay. Ja, gerne. Wenn man sich's noch weiter antun kann. Ey. Also, ja. Das letzte Bild, das ist auch von der Demo am 13. März. Genau, das zeigt halt hier einen Mann, der eine Maske trägt, also einen Mundschutz mit der Aufschrift I can't breathe. Und das waren die Worte von Eric Garner, der 2014 von einem Polizisten umgebracht wurde. Und diese Worte, die sind wieder sehr stark durch den Tod von George Floyd in die Öffentlichkeit gelangt, als nämlich auch er ebenfalls aus rassistischen Motiven von einem Polizisten misshandelt und schließlich an den Folgen gestorben ist. Und diese Worte, die stehen ja eigentlich für die Solidarität im Kontext auch der Black Lives Matter-Bewegung. Mhm. Und in dem ja diese Aufschrift und diese Worte mit dem vermeintlichen nicht unter der Maske, unter dem Mundschutz atmen können, halt benutzt werden, wird halt auch wieder deutlich, wie menschenverachtend das Verhalten auf solchen Demos ist und auf was da halt zurückgegriffen wird. Mhm. Aber ist das Beispiel jetzt tatsächlich auch mit einer Verschwörungsfantasie verknüpfbar direkt? Also würde ich jetzt, also habe ich jetzt keine Infos zu tatsächlich. Wer weiß, ob das nicht da irgendwie auch noch mit irgendwie verwurschelt wurde. Tatsächlich ist das jetzt ein Beispiel, deswegen auch so die Stichpunkt daneben, um nochmal deutlich zu machen halt, was da so passiert und was da so nach außen getragen wird. Ja, okay, danke. Hast du noch eins? Nee, okay. Jetzt habe ich nichts mehr. Dann hätte ich nämlich jetzt langsam, weil wir uns jetzt schon so schön an dem Mainzer Demo-Geschehen oder zum Mainzer Demo-Geschehen so genähert haben, hätte ich Fragen an Jens, weil Jens sich ja ein bisschen intensiver mit dem Mainzer Demo-Geschehen auseinandergesetzt hat. Kleiner Augenblick, Entschuldigung. Genau, also du hast bei dem Vortrag damals in der kritischen Einführungswoche ja auch halt quasi die Rechercheergebnisse präsentiert. Vielleicht erstmal vorab, wie kommt ihr denn an diese Rechercheergebnisse? Also wie recherchiert ihr denn? Ja, hallo, wieder hallo. Zurück erstmal. also ich würde sagen, das basiert meistens auf viel Lesen. Und man verbringt Abende bis Nächte vorm Computer und klickt sich durch Foren, ist Teil von Telegram und anderen Chatgruppen und ist meistens dann einfach stiller Mitleser, was natürlich auch nicht ausbleibt, ist halt das Besuchen solcher Veranstaltungen und auch das, die Arbeit, die andere Menschen, also es ist halt auch ein Netzwerk, das da viel reinspielt, also die Arbeit von anderen Menschen, die sich auch damit beschäftigen und dann halt einfach das Abgleichen von Inhalten und dann irgendwie letzten Endes, wenn es gut läuft, halt das Zusammenstecken von irgendwelchen Netzwerken, die man sich dann zusammenreimen kann, wenn man genug Informationen über die einzelnen AkteurInnen gesammelt hat. Und Ronja hat es jetzt gerade schon ab und zu so ein bisschen angeteasert, dass verschiedene Gruppen in Mainz unterwegs waren jetzt auf diesen Demos. Kannst du uns mal ein bisschen Einblick geben, was das überhaupt alles für Gruppen sind? Ach, ja. Genau. Also ich habe jetzt mal deren Logos zusammengestellt. Einfach nur, damit vielleicht, wenn man mal den Namen gelesen hat und dass man das halt einzuordnen weiß, weil die halt auch, glaube ich, halt so auf den ersten Blick zumindest relativ harmlos klingen. Ronja schon gesagt hatte, es gibt halt eine Vielzahl von Gruppen. Besonders ist halt diese Zersplitterung zu erkennen, seit halt der Verfassungsschutz angekündigt hat, Querdenken auch zu beobachten. Gibt es halt noch eine krassere Differenzierung in dieser Gruppenstruktur, da man natürlich nicht mehr mit dem Label Querdenken auftreten möchte. Dazu muss halt aber gesagt werden, dass jetzt so eine Gruppe wie Querdenken Mainz nie existiert hat, beziehungsweise nur einmal
kurzzeitig mit Hilfe von Wiesbaden und Darmstadt hier eine Demonstration abgehalten hat, die aber ziemlich unerfolgreich war. Genau, und sonst haben wir halt vor allem im Mainzer Stadtbild die aktiven Gruppen Lehrer für Aufklärung und Eltern stehen auf. Soll ich da mehr zu erzählen? Ja, gerne. Ich hätte jetzt eh auch nochmal gefragt, wie die aufgetreten sind, beziehungsweise was für Kundgebungen die denn auch hatten, ne? Also was ist so passiert, ausgehend von diesen Gruppen? Genau. Also wir haben halt zum einen oben links halt Lehrer für Aufklärung. Das ist eine Webseite und ein Telegram-Kanal. Betrieben wird das Ganze von Peter Bayer, der auch im Impressum steht und der ehemalig in Bad Bergzabern für die AfD im Kreistag saß. Genau, das, auf dieser Webseite werden halt massiv viele falsche Informationen einfach verbreitet und das Coronavirus wird halt zum Teil verharmlost oder es wird dazu aufgerufen, halt die Maßnahmen des Infektionsschutzes zu umgehen. Ronja sprach eben auch schon über Maya Garcia-Jahrmann und ihr Zitat auf dieser Demonstration am 13.03. Das ist so eine der aktiveren Gruppen, die sich halt auch vor allem halt, sag ich mal, die sich halt einfach viel Falschinformationen verbreitet und halt, wie gesagt, halt im Oktober und im November auch sehr relativ aktiv war. Das dann meistens zusammen halt mit Eltern stehen auf, die halt auch einen Telegram-Kanal haben und die halt auch genau versucht haben, halt diese Maßnahmen des Infektionsschutzes an Schulen halt zu umgehen, das dann halt auch wiederum in Verbindung dann auch wieder mit Klagepartnern, also es ist immer so eine kleine Art von Netzwerk, die dann halt eben diese Rechtshilfeformulare bei der Erstellung dieser Rechtshilfe oder Formulare halt helfen. Genau so entwickelt sich dann halt da so ein Netz. So ein bisschen raussticht Forkup und Schaufel, die halt auch in Mainz aber nur einmal demonstriert hatten. Das ist eine Gruppe, die wurde von Thorsten Frank, ich glaube, man kann ihn relativ eindeutig als Neonazi bezeichnen und Mario Bucher, ein Ex-AfDler, gegründet wurde, die aber auch nur einmal in Mainz eine Kundgebung organisierten. Wie schon mal angesprochen, ne, mittlerweile gibt es halt diese bundesweite Mobilisierung, auch diese Demonstration namens Es reicht, wo dann halt viele Akteure für einzelne Gruppen sprechen. Das ist halt auch etwas, was sich so durch die Recherche durchzieht. Man möchte halt suggerieren, dass man halt dann doch einen größeren Teil der Bevölkerung darstellt, der man vielleicht auch in dem Moment gar nicht ist. Und, zum Beispiel auf der Webseite von Lehrer für Aufklärung gibt es dann Petitionen, die unterschrieben sind mit dem Pseudonym Mutter von 4 Kindern. Da kann man natürlich dann am Ende nicht sagen, wer dahinter steht, ob das ein Fake-Account ist oder sonst was. Und diese Vielzahl von Gruppengründungen und macht das halt dann auch manchmal einfach ein bisschen schwieriger. Und also einzelne Akteure habt ihr euch da jetzt scheinbar auch schon sind euch schon aufgefallen, aber gibt es auch, weil du jetzt auch gerade schon die AfD ansprachst und den Neonazi, ich habe den Namen gerade vergessen, gibt es denn ganz klare Verbindungen in eine rechte Szene, die ihr entdecken konntet? Die gibt es auf jeden Fall. Das wäre zum Beispiel auch nochmal, um zu erklären, wie Recherche funktioniert, vielleicht auch ganz hilfreich. Genau, das ist jetzt zum Beispiel Fork und Schaufel und deren Kundgebung am 26. September. Wo man dann halt mit Mario Buchner und Thorsten Frank halt die AnmelderInnen oder Anmelder oben hat, wo man dann von denen ausgehend halt Verstrickungen zu Pegida oder besser gesagt Bekenntnis für Deutschland, das war der damalige Westerwald-Ableger von Pegida, oder von Thorsten Frank Verbindungen nach Kandel ist überall, diesen Demonstrationen des Frauenbündnis Kandel, damals diesen rassistischen Mord im Kandel, den Mord im Kandel rassistisch instrumentalisierten.
Und man sieht halt, dass es halt viele und regelmäßig halt einfach Verbindungen zur AfD gibt. Also gerade auch schon angesprochen, bei Lehrer für Aufklärung, dann halt auch irgendwie den ehemaligen AfD bei anderen Kundgebungen, dann auch mit Gabriele Bubles-Leifert, die jetzt mittlerweile für die Partei Die Föderalen antritt, auch eine ehemalige AfD-Person, die jetzt halt als Rednerin bei solchen Corona, selbsternannten Corona-Rebellen demonstriert. Und wichtig ist halt zu sagen, dass es halt von Anfang an so war. Also in Mainz sprach schon am 9. Mai 2020 Udo Schickentanz auf einer Kundgebung. Vielleicht kennen den manche von seinem YouTube-Kanal, wo er halt auch Verschwörungsfantasien verbreitet und das auch schon seit 2014, damals noch über 9/11. Nochmal eine Anekdote dazu. Er hat mal eine Cola-Dose gegen einen Maschendrahtzaun geworfen und damit beweisen wollen, dass die Twin Towers nicht durch ein Flugzeug hätten einstürzen können. Was? Ja, das ist halt dann diese Abstrusität, in der man sich dann bewegt. Wow. Aber genau, also diese Verbindungen sind halt da. Mhm. Und die kann man meiner Meinung nach auch nicht leugnen. Mhm. Und jetzt weiß ich jetzt nicht genau, welche Personen davon aus Mainz kommen, aber also mich würde interessieren, welche Akteure bzw. ob überhaupt Akteure aus Mainz sind, weil mir die Namen alle jetzt nicht so bekannt vorkommen. Ja, das ist auch was dich durch diese Recherchen dann auch häufig durchzieht. Es sind erstaunlich wenige MainzerInnen erkennbar. Beziehungsweise dazu muss halt gesagt werden, wenn wir halt recherchieren, schauen wir halt eben auch vor allem auf die Organisation und die RednerInnen und so weiter, also die Menschen, die diese Veranstaltung dort anbieten und führen natürlich keine Umfrage bei den TeilnehmerInnen durch, wo jetzt deren Wohnort liegt. Mhm. Was man halt aber schon sagen kann, ist, dass halt die Kundgebungen auf Parkmöglichkeiten achten oder was ja auch generell ein Ding von der Szene ist, dass Busunternehmen in der Orga teil sind. Also in dieser Demonstration am 13.03. sprach halt auch ein Busunternehmer als Redner. Zum Beispiel aus dem nicht weit entfernten Bingen fuhren auch Busse zur Querdenken-Großdemonstration nach Berlin. Die Szene ist halt auch mobil. Mhm. Und was auch zum Beispiel auf eine Rekrutierung erst im Hinterland hindeutet, ist halt, dass ja in, wie gesagt, bei Fork und Schaufel in Bad Marienberg oder in Limburg halt solche Demonstrationen stattfinden, auch gegen, also diese selbsternannten Corona-Rebellen auch demonstrieren. Ich möchte da jetzt aber auch nicht alle Mainzer in Schutz nehmen. Also wenn es hier Leute gibt, die auf solche Veranstaltungen gehen, dann kann das gut sein. Ich kenne auch nicht alle. Mhm. Wäre dann ja im nächsten Schritt interessant, rauszufinden, wo die ganzen Corona-LeugnerInnen sich denn auch in Mainz so tummeln. Das könnte dann nochmal ein neuer Vortrag werden. Jetzt habt ihr euch das ja ganz schön lange angeguckt einfach. Oder beziehungsweise, was heißt angeguckt? Ihr habt es recherchiert und seid da auch, das stelle ich mir auch krass vor, immer in den Telegram-Kanälen mitzulesen und so ein Kram. Also ich will es nicht runterspielen, indem ich sage, jetzt habt ihr euch das angeguckt, das meine ich nur damit. Konntet ihr denn irgendwelche Entwicklungen wahrnehmen oder ist es von Anfang an genau so und läuft halt jetzt irgendwie aus oder so? Ja, also ich würde nicht sagen, es läuft aus, aber was sich halt gefestigt hat, also es ist halt meiner Meinung nach halt einfach eine gefestigte rechtsextreme oder rechte verschwörungsideologische Blase entstanden, dass halt irgendwie diese Chatgruppen halt gefüllt sind von halt Verschwörungsideologien und also wirklich Ideologien, also das halt wirklich einfach sich dann ein sehr engmaschiges Netzwerk und auch ein sehr krasses Weltbild einfach in diesen Gruppen halt mittlerweile einfach abzeichnet. Mhm. So, was man auch sagen muss, ist halt, dass verschiedene rechte Szenen auch super präsent mittlerweile auf diesen Demonstrationen sind. Ich hatte jetzt noch nicht so viel über die Kundgebungen erzählt, aber also in Mainz gab es jetzt auch seit zwei Monaten keine richtigen Kundgebungen mehr. Aber auf der letzten Kundgebung eben am 13.03. waren halt zum Beispiel Leute mit halt Shirts von National Socialist Black Metal Bands unterwegs. Kannst du das kurz erklären?
Das ist so national, also ich höre kein Black Metal. Das sollte man dazu sagen. Ich kenne mich da nicht aus, aber es gibt halt diese Subgruppe oder diese Subkultur NSBM, also National Socialist Black Metal. Und dort hat auch das Rhein-Main-Gebiet eine gewisse Affinität für. Also Frankfurt, in Frankfurt gibt es wohl ein paar Proberäume und auch in Mainz gibt es auch Band Nordglanz, hat glaube ich einen Mainzer Bassisten auch. Mhm. Aber das wäre auch ein anderes Thema. Ja, aber sorry. Auf jeden Fall sind diese Menschen halt auf diesen Demonstrationen präsent. Also auf dem, am 13.03. wurde auch das St. Georgsbank gesichtet. Das ist halt auch ein Reichsbürger-Szene-Code. Es ist halt, wenn man halt auch die Bilder sieht, also Markus Söder mit Adolf Hitler vergleichen, ist halt auch ein starkes Stück. Also, und was halt auch, ich glaube, ihr hattet ihn auch selber im Interview, Alex Sissmann, der ja auch auf Twitter am Ende dieser Demonstration am 13.03. berichtete, dass er halt auch tätlich angegangen war und auch eine Gegendemonstrantin wurde hat halt auch angegangen und es hat zu einer Anzeige wegen Körperverletzungen geführt. Also das Gewaltpotenzial ist halt auch da. Mhm. Und das ist auch nicht zu unterschätzen. Ja. Hatte ich dich da vorhin unterbrochen, als du von den Demos in Mainz berichtet hattest? Also du kannst ja gerne nochmal drauf zurückkommen, falls ich dir das Wort abgeschnitten habe. Alles gut. Okay. Also ich hatte da jetzt einfach nicht drüber. Also ich kann da jetzt auch nicht so viel zu erzählen. Es gab halt 4 bis 5 größere Demonstrationen und sonst halt vor allem immer kleinere Kundgebungen, Veranstaltungen etc. Und halt auch diese Spaziergänge, auch wie letztes Wochenende. Mhm. Besonders wenn dann halt die Versammlungsbehörde sagt, macht es nicht oder macht es nicht dort oder wir sind nicht genug Leute, dann weicht man halt aus zu Spaziergängen, um dann trotzdem irgendwie noch zu versuchen, seine Inhalte irgendwie präsent zu machen und es halt für die Polizei dann noch schwerer zu machen, halt das zu verbieten. Aber das ist ja auch bundesweit auch geschehen. Ja. Ja, gut. Jetzt hast du uns natürlich mit der recht deutlichen Radikalisierung, vielleicht auch Radikalisierung durch verstärkte Vernetzung, ein bisschen ein düsteres Bild gemalt. Das ist ja auch ganz gut so, das muss man ja auch mal wahrnehmen. Moritz, du beschäftigst dich mit Interventionsmaßnahmen. Vielleicht können wir mit dir ein bisschen nach vorne gucken und wie Ronja das schon angekündigt hat, ein bisschen was Positives mit in den Abend nehmen nach so einem Thema. Vielleicht erstmal die Frage, jetzt haben wir über Verschwörungsfantasien und über Corona-LeugnerInnen gesprochen. Wo könnte ich denn auf die treffen, wenn nicht auf solchen Kundgebungen oder Demos? Genau, du sagst es ganz richtig. Wir treffen letztendlich Anhänger von Verschwörungsfantasien, können wir überall treffen, können uns überall begegnen. Das ist leider nicht nur auf so Demos der Fall, wo die Leute sich halt explizit sammeln, sondern kann natürlich genauso auftreten, ich weiß nicht, auf der Arbeit, in der Uni, im Internet relativ viel ja auch, aber natürlich auch im FreundInnen- und Familienkreis sind wir irgendwie nicht davor gefeit, dass wir irgendwie Leute um uns haben, die, und das können wir uns dann oftmals auch nicht aussuchen, die halt eben Verschwörungsfantasien anhängen. Und man kann auf jeden Fall schon mal so ungefähr sagen, es gibt, ja, wie gesagt, verschiedene Felder, wo einem diese Leute quasi begegnen können. Und dementsprechend gibt es aber ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können, ne? Also ich glaube, so je nach Situation und Umfeld, wo wir damit zu tun haben, können wir auch auf andere Handlungsmöglichkeiten zurückgreifen und haben auch einfach ganz andere Spielräume. Mhm. Das wäre jetzt tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, weil das ist ja häufig auch eine Frage, die so im Raum steht, wie oder überhaupt, also es ist ja häufig die Frage, redet man jetzt überhaupt noch mit denen, in Anführungszeichen? Ich würde lieber gerne wissen, wie man denen begegnet und eben, ob es möglich ist, klar. Ja und nein, würde ich sagen. Also ich glaube, man kann auf jeden Fall feststellen,
eigentlich, was ich gerade meinte, es gibt kein Patentrezept, um irgendwie Verschwörungserzählungen zu begegnen, sondern man muss es halt auch ein bisschen individuell sehen, man muss die Situation betrachten und was man halt eben in dieser Situation machen kann. Und ja, da gibt es halt Situationen, in denen es einfacher ist und welche, in denen es schwerer ist. Und genau, ich glaube, wir können auf jeden Fall feststellen oder wir sollten, bevor wir uns halt eben überlegen, wie wir mit so Leuten umgehen, sollten wir uns halt die Frage stellen, mit wem wollen wir denn überhaupt uns anlegen, beziehungsweise uns auseinandersetzen, uns streiten, argumentieren und mit wem wollen wir es halt eben nicht tun. Ich würde auf jeden Fall sagen, es gibt Situationen, da ist es irgendwo verschwendete Mühe, beziehungsweise ja, begibt man sich auch eher einfach ja, fast sogar in Gefahr, wenn man eben die Konfrontation sucht. Und es gibt aber auch eben Situationen, wo es durchaus erfolgsversprechend ist, ne? Beziehungsweise wo wir einfach was erreichen können. Und genau, um das ein bisschen zu konkretisieren, würde ich sagen, so, wir sollten auf jeden Fall feststellen, dass es wenig Sinn macht, mit Leuten zu argumentieren, die eben einem ideologisch gefestigten verschwörungserzählerischen Weltbild anhängen. Ne? Also Ronja hatte das eben schon ein bisschen gesagt, so Verschwörungsmentalität, Verschwörungsideologie. Genau, also wenn wir halt irgendwie merken, wir haben es mit Leuten zu tun, die haben irgendwie ein gefestigtes, menschenverachtendes, verschwörungserzählerisches oder auch eben neonazistisches Weltbild eben in diesem Verschwörungsdenken, dann sollten wir uns nicht die Illusion machen, dass wir einfach durchs Argumentieren etc. mit diese Leute quasi überzeugen können. Sondern was wir da tun können eher ist sowas wie ja, einfach schauen, diesen Leuten die Bühne zu nehmen und eben ja, zu unterbinden, wo es geht. Also einfach gucken, wo kommen diese Leute zu Wort, wie kommen diese Leute zu Wort und was können wir in dieser Situation dann konkret tun, um ihnen eben dieses Wort zu nehmen. Und ja, da hilft es oftmals auch schon alleine einfach zu widersprechen, zu sagen, nee, ich stimme dir da nicht zu und halt Sachen nicht unkommentiert zu lassen. Mhm. Genau, aber auf der anderen Seite können wir natürlich auch sagen, wenn wir es halt eben mit Leuten zu tun haben, die kein ideologisch gefestigtes Weltbild haben, dann gestaltet sich das Ganze für uns durchaus einfacher. Also ja, beispielsweise, es gibt ja immer wieder auch so, ja, wie nennt man es, so MitläuferInnen, könnte man es jetzt vielleicht nennen, ne? Oder irgendwie unentschlossene Personen, also Leute, die da irgendwie so ein bisschen ja, das Ganze vielleicht noch nicht so ganz durchblickt haben oder auch irgendwie ein bisschen naiv an die Sache rangehen, denen man halt auf jeden Fall immer noch aufzeigen kann, hey, guck mal, auf was für eine Demo du da gerade bist, guck dir mal an, was hier für menschenverachtende Einstellungen reproduziert werden, wo wir Antisemitismus sehen, wo wir Rassismus sehen, etc. Wir haben eben die ganzen Beispiele bei Ronja gesehen und klar, solche Leute sind natürlich noch viel eher zu erreichen. Genauso auf jeden Fall auch eben Menschen, die uns nahestehen, also was ich eben schon angedeutet hatte, Freundinnenkreis, Familie, da ja, würde ich sagen, gilt das einfach auch nochmal ganz anders. Da haben wir ganz andere Möglichkeiten und Spielräume, eben diese Leute auch zu erreichen. Okay, danke. Wenn ich mich jetzt vorbereiten möchte auf die Dorette-Bar, wenn sie wieder aufhat und hier an der Theke mit jemandem argumentieren wollen würde. Was bräuchte ich da für Voraussetzungen? Weil ohne Wissen geht es ja irgendwie auch nicht. Ne? Also ich spiele schon natürlich ein bisschen auf eure Linksammlung an, aber ganz ohne Argumente in so ein Gespräch reinzugehen, bringt es wahrscheinlich nicht, oder? Ach, das würde ich so gar nicht sagen. Also ich glaube, man kann natürlich, oder die naheliegendste Option ist natürlich irgendwie zu versuchen, Argumente zu entlarven. Und das können wir auch gerne immer versuchen, gerade wenn wir es halt eben mit Leuten zu tun haben, die irgendwie kein gefestigtes Weltbild haben. Das nennt sich dann so Debunking. Aber genau, du hast es auch schon angesprochen, man braucht dafür halt eben auch ein gewisses Vorwissen zu einem Thema. Ne? Also ja, irgendwie wissen wir natürlich sicherlich irgendwie alle, ja, wo wir da stehen und wie wir zu solchen Verschwörungserzählungen stehen, aber plötzlich kommen dann solche Leute ja auch an mit ganz vielen, weiß nicht, vermeintlichen Argumenten und dann ist man erstmal oftmals auch irgendwie erschlagen, hat da irgendwie nicht direkt das passende Argument parat und genau, fühlt sich dann vielleicht auch eher manchmal hilflos, machtlos.
oder ohnmächtig. Und genau, da kann ich auf jeden Fall nur sagen, ich glaube, dass so gerade im Kontext von Verschwörungserzählungen ja so Fakten und Argumente fast ein bisschen überbewertet sind und es oftmals mehr, also wirksamer ist, ja, wenn man eben aus einer eigenen inneren Haltung heraus argumentiert. Und das ja, kann dann zum Beispiel halt so aussehen, wie du schon sagst, du bist jetzt da in der Dorette-Bar und es kommen irgendwie Leute vorbei. Genau, und du weißt jetzt irgendwie gerade gar nicht, fuck, ich bin überhaupt nicht vorbereitet, wie konnte ich das jetzt oder so. Was du auf jeden Fall immer tun kannst, wenn du keine Fakten, wenn du keine Argumente etc. parat hast, und was du auch immer tun solltest, ist ja zuerst mal irgendwie eine ganz klare Kante zeigen gegen eben menschenverachtende Einstellungen, gegen antisemitische Denkmuster, Rassismus oder was wir da eben noch gesehen haben, eben aus dem Grund, was Ronja auch schon meinte, so ja, es hat einfach immer Gewalt, Gewalt zur Folge, ne? Also wir haben, Moment, mein Faden verloren. Ja, es sind letztendlich ja immer eben in diesen Schwarz-Weiß-Weltbildern, wo wir irgendwie einen klaren Feind haben, da finden wir auch immer irgendwie im letzten Extrem, in der letzten Konsequenz quasi ja auch irgendwo diese Vernichtungsfantasie, ne? Und genau, die kommt halt mal früher, mal später, aber letztendlich kann man sich bei so einem Weltbild halt darauf verlassen, dass irgendwann halt eben dieser Gedanke halt kommt. Mhm. Und dementsprechend ist es einfach wichtig, da auch früh zu unterbinden. Und da braucht man auch nicht unbedingt eben die passenden Fakten, um alles zu widerlegen, was irgendwelche Personen zu behaupten, sondern genau, man kann auch einfach sagen, ey, stopp, ich habe keine Lust mehr, das weiter anzuhören. Was du da erzählst, ist super antisemitisch. Und ja, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann kannst du gerne auch rausgehen oder kannst eigentlich auch direkt rausgehen. So, kein Bock auf dich. Ja, das, wie gesagt, wir wollen damit irgendwie, wir wollen Betroffene schützen von eben menschenverachtenden Einstellungen. Wir wollen natürlich aber auch irgendwo uns selbst schützen, ne? Also wir müssen uns halt auch nicht jeden Dreck anhören, sondern können auch einfach guten Gewissens sagen, wir ziehen für uns selber eine klare Grenze, bis wohin wir mit Menschen argumentieren wollen. Und ja, wo einfach dann ein Punkt erreicht ist, wo wir keinen Bock mehr drauf haben und dann einfach sagen, stopp, es reicht. Ja, das sind die Dorette, ist kompliziert. Ich wollte die Dorette jetzt auch nicht als Dorette ranziehen, sondern als Stellvertreter für jede Bar-Situation, die man so sich denken kann. Aber ich glaube, wenn es ein Kunde in einem Bar ist, also ein Gäste, es ist etwas, aber ich glaube, wenn es in der Familie ist, ist es ein anderes Thema. Das hätte ich auch jetzt nochmal gefragt, was mache ich denn, wenn mir eine Person super nahe steht und auf einmal anfängt, so ein Bullshit zu reden, sorry. Ja, es ist sicherlich eine sehr gute Frage, weil es, glaube ich, viele Leute gibt, denen das so geht, beziehungsweise mir sind viele Leute auch schon begegnet, die eben solche Erfahrungen gemacht haben. Und glaube ich, kann da in erster Linie dazu raten, ja, wissen, was ich am Anfang meinte, man ist ja mit in unterschiedlichen Situationen mit unterschiedlichen Personen konfrontiert und hat zu diesen Personen ja auch einfach eine unterschiedliche Beziehung. Mhm. Das bedeutet so, wenn wir irgendwie auf der Arbeit, auf der Demo vielleicht irgendwo jemanden treffen, dann kennen wir diese Person mitunter gar nicht gut und die Person kennt uns nicht gut. Das macht es uns auch ein bisschen schwer, dass, diese Person quasi zu überzeugen oder zum Nachdenken zu bringen. Und das ist natürlich ganz anders, wenn wir es irgendwie mit einem FreundInnen- oder Familienkreis zu tun haben. Wir haben da einfach Leute, die uns nahestehen, denen wir auch irgendwie wahrscheinlich was bedeuten, also wo die Meinung halt irgendwie auch gehört wird. Und vor allen Dingen können wir da eben diese Beziehung nutzen und damit auch irgendwo Konsequenzen auch aufzeigen, ne? Also das funktioniert meines Wissens nach ganz gut. Gerade, weiß nicht, in beispielsweise solchen Freundinnen-Familiensituationen, ja, auf so persönliche, emotionale Konsequenzen hinzuweisen. Ne? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe, weiß nicht, meine Tante, die ich beim Familienfest immer sehe, oder meine Mutter oder meine MitbewohnerInnen, die Verschwörungserzählungen erzählen, dass ich dann einfach darauf hinweisen kann, ey, verletzt mich gerade übelst. Ich finde es super krass, dass du sowas redest und ich kann mit dir keine Zeit verbringen, wenn du so eine menschenverachtenden, antisemitischen Verschwörungserzählung hier von dir gibst. Und dann kann ich halt eben nicht mehr mit dir zusammenwohnen und mach dir mal vielleicht bewusst, dass du damit halt auch nicht einfach nur irgendwie Mist
erzählst, sondern dass du halt auch einfach ganz stark irgendwie unsere freundschaftliche, unsere familiäre Beziehung belastest. Und ja, das hat einfach dann die Konsequenz, dass ich keine Lust habe, in deiner Nähe zu sein. Und das verletzt mich auch so, ne? Und das sind ja auch irgendwie Dinge, das sind auch irgendwie quasi emotionale Argumente, die man dann halt eben nutzen kann, weil sie sind ja auch einfach wahr, die man dann halt nutzen kann, diese Leute oftmals viel besser erreichen, als jetzt irgendwelche Fakten zu entlarven. Genau. Eben weil es ja auch oftmals einfach was Irrationales ist, so ein verschwörungserzählerisches Weltbild. Ja. Ja. Ich glaube, ich versuche mir das jetzt alles nochmal ein bisschen einzuprägen. Vielleicht höre ich mir das tatsächlich auch nochmal als Podcast an, was wir jetzt hier fabriziert haben, einfach um es zu vertiefen und zu festigen. Und hoffentlich, wenn man wieder sich mit vielen Menschen draußen treffen kann und dann eben auch im persönlichen oder im Feierkontext auf eben solches Gedankengut trifft, vielleicht auch dann sich mal traut, da sich zu positionieren. Ich würde tatsächlich dazu übergehen, euch jetzt erstmal zu danken und wirklich vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich fand es sehr, sehr informativ und freue mich einfach sehr, dass ihr zu Gast wart. Ich denke, wir gehen jetzt langsam mal in den musikalischen Teil des Abends über. Oder, ja, Moment, oder? Stopp, ganz kurz. Völlig vergessen, nochmal zu fragen, ob es Fragen gibt, denn ein Beitrag ist hier im Chat tatsächlich auch. Und zwar hat da, ich glaube, das war vorhin, als Ronja am Reden war und ihr letztes Bild mit dieser Maske mit I Can't Breathe gezeigt hat, da hat Oko Dude geschrieben, Okay, Dude. Oh Gott. Hat geschrieben, ist hier die Verschwörungsfantasie nicht vielleicht in dem Fall, dass die Maske vermeintlich schädlich ist und man sich so heftig wie George Floyd unterdrückt fühlt? Vielen Dank aus Hamburg. ja, dann Grüße nach Hamburg. Ist ein guter Punkt. Ja, da gab es auf jeden Fall auch einiges schon auch in den genannten Gruppen wurde da viel verbreitet, wie schädlich halt die Masken sind oder dass da vermeintlich Chips mit drin sind. Das gab es jetzt ja auch in Bezug auf die Impfung und so, dass da halt ganz viel Falschinformationen verbreitet wurden. Mhm. Und ja, deswegen echt guter Hinweis. Ja. Danke nach Hamburg. wenn es noch weitere Fragen gibt, dann gerne jetzt, aber ich sehe derweil noch nichts. Dosenbier sagt, vielen Dank für das geile Interview. Ja, genau. Danke, Dosenbier. Okay, na gut. Wenn da jetzt nichts mehr um die Ecke kommt, würde ich, wie gesagt, dabei bleiben, euch nochmal herzlich zu danken. Und euch gehört das letzte Wort. Wollt ihr noch irgendwas hinzufügen? Fehlt irgendwas? Also auch auf jeden Fall danke, dass wir bei euch sein durften und guckt euch echt gerne die Linksammlung an, informiert euch und ja, gerade in der Bildschirmpräsentation, da sind ja noch einige Seiten, die bieten auch Unterstützung und super Bildungsangebote und ja, auch wenn natürlich, wie der Moritz das gesagt hat, Fakten oft dann nicht alles sind oder auch ein Stück weit nicht helfen können bei gewissen Leuten, ist ja trotzdem nicht schlecht, sich trotzdem zu informieren, ne? Und sich da irgendwie Wissen anzulegen oder auch zum Beispiel auch so, es gibt halt auch super hilfreiche, auf den Seiten hilfreiche Tipps dazu, wie man da gut ins Argumentieren kommen kann oder was man so entgegnen kann, ne? Einfach tatsächlich wie so Anleitungen, damit man eben sich nicht so hilflos fühlen muss, ne? Ja, aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, dass Wissen auch auf jeden Fall einfach Selbstbewusstsein und Mut stiftet, um sich überhaupt in solche Situationen zu trauen. Also ich bin da hin und wieder schon mal gut mitgefahren. Okay, alles klar. Ich würde sagen, ich übergebe mal an Nack für die musikalische. Ja, ich habe schon, wie früher, so zu sehr ein DJ-Set von Janek, der ein bisschen speziell ist. Er hat ein bisschen moderiert, was er aufgelegt hat, so die Platten, dass er im letzten so bekommen hat von Labels so Around the World. So, das ist eine schöne Reise, dass er uns vorstellt. Genau, alles klar. Dann übergeben wir und ich sage einmal freundlich Tschüss an euch drei. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Ciao.